Herzlich willkommen zu den Video-Tutorials Kunstgeschichte. Ich bin Sophie und werde euch in diesem und den nächsten Videos erklären, welche digitalen Methoden ihr anwenden könnt, wenn ihr ein Referat vorbereitet oder an einer Hausarbeit schreibt. In diesem Video-Tutorial zeige ich euch einige digitale Methoden, die ihr bei der ersten Recherche anwenden könnt, um mit eurem Thema warm zu werden. Zunächst müssen wir natürlich eine gute Abbildung des Werkes finden, egal ob es sich dabei um ein Gemälde, eine Skulptur oder anderes handelt. Im zweiten Schritt zeige ich euch dann, wie ich zumindest meine ersten Eindrücke festhalte. So komme ich dann meistens schon zu einer kleinen Beschreibung und zu interessanten Fragen, die mich zu weiteren Themen leiten. Im dritten Punkt geht es darum, sich einen Überblick zum Thema zu verschaffen, und da schauen wir einfach mal, was das Internet uns alles bietet. Danach beginnen wir dann die wissenschaftliche Literaturrecherche und fertigen im Zuge dessen auch schon eine Bibliografie an, was das Ende dieses Videos darstellen wird. So bekommt ihr dann hoffentlich einen guten Einblick, wie so eine erste Recherche aussehen kann und welche digitalen Methoden wir dabei anwenden können. Beginnen wir also nun damit, eine gute Abbildung unseres Werkes zu finden. Für dieses Video beschäftigen wir uns beispielhaft mit René Magrittes Gemälde »Der Befreier« von 1947. Dazu haben wir einen Pool aus Bilddatenbanken, aus dem ich euch hier die wichtigsten noch einmal vorstelle. Schauen wir also nun, was uns diese vier Datenbanken zur Verfügung stellen, wenn es darum geht, eine qualitativ hochwertige Abbildung unseres Gemäldes zu finden. Wir beginnen bei JSTOR. Da dies eine englischsprachige Seite ist, werde ich auch meinen Suchbegriff auf Englisch eingeben und wir schauen mal, was die Suche bringt. Tatsächlich gibt uns JSTOR jetzt einige Texte aus, das ist aber was, was wir noch nicht brauchen. Leider gibt es bei JSTOR keine Bilder, also ist das hier nicht erfolgreich. Wir schauen auf einer anderen Seite. Bei ArtStore ist es leider dasselbe. Wenngleich es viele Gemälde zu Magritte an sich gibt, kann ich den Befreier leider nirgendwo finden. Genau dasselbe war leider bei ICDB der Fall. Kommen wir also zu Prometheus und suchen hier zunächst nach einem deutschen Begriff. Und in der Tat, wir bekommen zwei Ergebnisse. Leider sind diese beiden aber auch nicht wirklich qualitativ hochwertig. Ich habe keinen großen Zoom-Faktor, der ziemlich wichtig ist, um ein gutes Referat halten zu können und sich an Details zu orientieren. Wir schauen also bei Prometheus jetzt nochmal, wer dieses Gemälde überhaupt besitzt, und das ist in diesem Fall das Los Angeles County Museum of Art. Haben wir das ja mal rausgefunden, schaue ich jetzt noch einmal auf der Museumsseite, ob wir vielleicht dort eine bessere Abbildung finden können. Geben wir hier Magritte ein, sehen wir auch direkt schon unseren Befreier, wie er dort sitzt, aber leider ist das hier auch keine gute Abbildung. Eine weitere Möglichkeit wäre, bei Google Bilder nachzuschauen. Das hilft uns in diesem Fall leider aber auch nicht weiter. Was ich jetzt noch machen werde, ist auf Prometheus einmal nach dem französischen Liberateur suchen. Und tatsächlich bekomme ich jetzt hier auch ein Ergebnis. Diese Abbildung hat zumindest schon mal einen kleinen Zoom-Faktor und sieht einfach besser aus als die anderen Abbildungen zuvor. Also werde ich sie mir jetzt herunterladen und dann in meine PowerPoint einfügen. Dort wird die Abbildung dann direkt mit einem Textfeld versehen, damit ich alle wichtigen Daten und Fakten immer direkt parat habe. Bei Prometheus ist das ziemlich einfach. Wir laden uns dort nämlich nicht nur eine Abbildung herunter, sondern auch immer eine Textdatei. Und wenn wir diese Textdatei öffnen, sehen wir auch direkt alle wichtigen Daten und Fakten, die wir brauchen. Hier noch ein Tipp für euch. Egal welche Abbildung ihr in eine PowerPoint oder in ein Word-Dokument einfügt, sucht euch immer direkt die wichtigsten Daten und Fakten dazu aus und schreibt sie mit dazu. So könnt ihr das Bild dann immer direkt einordnen. Wir haben jetzt also eine gute Abbildung unseres Gemäldes gefunden und alle Eckdaten schon einmal festgehalten und können jetzt zu unseren ersten Eindrücken kommen. Ich beginne dabei gerne mit der einfachen Frage, was sehe ich? Ich mache euch das Bild jetzt ein klein wenig dunkler, sodass ich immer hervorheben kann, über was ich jetzt gerade spreche, und beschreibe es in sehr einfachen Worten. Im Vordergrund ist eine maskuline Gestalt zu sehen, die auf einer Steinformation sitzt.
Die Beine der Figur sind in eine dunkle Hose gekleidet und rechtwinklig auf den Boden aufgestellt. Die schwarzen Schuhe ruhen auf einem rotbraunen Erdboden, der mit kleineren Steinen durchsetzt ist. Auf dem Boden rechts neben der Figur ist ein dunkelbrauner Lederkoffer zu sehen. Oberkörper und Kopf der Figur sind durch ein beiges Blatt Papier ersetzt, das eine glockenähnliche Form aufzuweisen scheint. Darauf befindet sich ein hellbrauner Sommerhut, welcher ein kaminrotes Tuch zu halten scheint, das der Figur über Schultern und Arme hängt. Auf dem Stück Papier, das den Rumpf der Figur bildet, lassen sich vier dunkelbraune Symbole erkennen, welche rasterartig angeordnet sind. Oben links befindet sich ein Schlüssel, rechts daneben ein Weinglas. Unter dem Schlüssel lässt sich eine fliegende Taube erkennen, deren Schnabel in Richtung einer Pfeife zeigt. Die linke Hand der Figur ruht auf einem Wanderstock aus Holz mit gebogenem oberen Ende. Mit der rechten Hand hält die Figur eine Art Kerzenständer, der auf ihrem rechten Knie ruht. Anstatt einer Kerze hält dieser Ständer jedoch ein symmetrisch ausgeformtes Schmuckelement. Dieses besteht aus Perlen oder Kristallen und umfasst im mittleren Teil die Augen und den rot geschminkten Mund einer Frau. Der Mittelgrund ist ein horizontaler Streifen unter der vertikalen Bildmitte, welcher nur in kleinen Ausschnitten zu erkennen ist. Dort zieht sich ein Fluss durch eine grüne Landschaft, die mit Bäumen und Büschen überzogen ist. Die Horizontlinie und damit die Trennung zwischen Mittel- und Hintergrund befindet sich ungefähr in der vertikalen Bildmitte. Im Hintergrund befinden sich vor einer dunkelblauen Fläche hellblaue, arkadenähnliche Quader mit rundbogigen Auslassungen, die über den oberen Teil der Bildfläche verteilt sind. Zwischen diesen Quadern schweben weiße, wattige Wolken. Jetzt haben wir also eine ganz einfache Beschreibung unseres Gemäldes angefertigt, die einfach nur auf unseren Eindrücken beruht, und es ist gar nicht so schlecht, das am Anfang alles einmal festzustellen. Während ich das jetzt beschrieben habe, sind mir natürlich auch ein paar Fragen gekommen. Das heißt, zu unseren ersten Eindrücken gehört auch, festzustellen, was uns unklar ist oder was uns verwirrt. So kommen bei mir jetzt folgende Fragen auf. Warum wurden Kopf und Rumpf der Person durch ein Stück Papier ersetzt? Was hat es mit den Symbolen auf sich? Was bedeutet der rote Umhang, der Wanderstock, der Koffer, der Hut, das Schmuckelement? Worauf sollen die arkadenartigen Bögen im Hintergrund hinweisen? Auf den biblischen Himmel eventuell? Wie stehen Männlichkeit und Weiblichkeit im Verhältnis? Hat das überhaupt Relevanz? Warum scheint das Bild im Vorder- und Mittelgrund weitestgehend naturalistisch und im Hintergrund abstrahiert? Ich habe jetzt also einige Fragen gefunden, die mir spontan zum Werk von René Magritte eingefallen sind. Und auch wenn ich nicht alle beantworten werden kann, ist das immer eine gute Übung, mich mit dem Werk vertraut zu machen. Wir haben uns jetzt also erst einmal mit dem Werk an sich beschäftigt und unsere ersten Eindrücke festgehalten, ohne von anderen Meinungen schon voreingenommen zu sein, und können jetzt zum dritten Punkt kommen und uns einen groben Überblick über das Thema verschaffen, indem wir ganz einfach das Internet durchforsten. Dabei starte ich ganz einfach damit, mein Gemälde einmal zu googeln und zu schauen, was mir die Suchmaschine dazu alles ausspuckt. So komme ich zum Beispiel hier auf diese Seite Moderne Kunst verstehen, wo ich einen kleinen Artikel zu René Magritte finde. Und ich kann hier schon ein klein wenig was über ihn herausfinden, indem ich diesen Artikel nur überfliege. Er ist zum Beispiel ein bedeutender Maler des Surrealismus. Auch auf Wikipedia kann ich fündig werden und sehe zum Beispiel hier einmal den vollen Namen von Magritte. Wenn ich weiter runterscrolle, sehe ich zum Beispiel, dass einige Symbole, die wir in unserem Werk schon gefunden haben, anscheinend öfter bei ihm auftauchen. Das heißt, da kann ich noch eine Bedeutung herausziehen. Und wenn wir jetzt hier unser Werk suchen, dazu gibt es, wie erwartet, keine eigene Wikipedia-Seite. Eine weitere Möglichkeit, um sich einen guten Überblick zu verschaffen, ist bei YouTube einfach nach dem Künstler, der Künstlerin oder dem Werk selbst zu suchen. Diese Dokumentation sich einmal anzuschauen, ist zwar noch keine wissenschaftliche Recherche, aber gibt schon mal einen sehr guten Einblick, und so kann ich sehr gut immer ein Gefühl für den Künstler oder die Künstlerin bekommen und habe auch schon einige Stichpunkte, Anhaltspunkte im Kopf, an denen ich dann weiterarbeiten kann. Die Ergebnisse meiner ersten noch ganz oberflächlichen Suche fasse ich dann in einer Mindmap zusammen.
Das ist immer eine sehr gute Möglichkeit, um einen Überblick über das Thema zu bekommen und interessante Anhaltspunkte für das weitere Vorgehen zu finden. Ich habe auf jeden Fall jetzt herausgefunden, dass dieser Herr René François Ghislain Magritte heißt, 1898 geboren wurde und 1967 gestorben ist. Des Weiteren habe ich in meiner Mindmap jetzt auch einige interessante Anhaltspunkte über René Magrittes Gemälde festgehalten, ebenso wie einige seiner Inspirationen, die ich herausfinden konnte. Außerdem haben wir schon herausgefunden, dass René Magritte ein Surrealist war, weswegen ein dritter großer Unterpunkt der Surrealismus ist, an dem ich auch vermerkt habe, mit wem sich Magritte in Frankreich getroffen hat und wie man seinen Stil weiterhin beschreiben kann. Leider konnte ich in der ersten oberflächlichen Recherche jetzt noch nichts direkt über den Befreier, das Gemälde von René Magritte, herausfinden. Dennoch habe ich mit der Mindmap jetzt einen guten Überblick über René Magritte an sich und kann diese Anhaltspunkte jetzt nutzen, um in die wissenschaftliche Literaturrecherche einzusteigen. Ich beginne meine Literaturrecherche immer auf der Seite der Tulp, da ich da auf die meisten Bücher zugreifen kann. Und dafür brauche ich einen VPN-Zugang, den ich jetzt einmal aktiviere. VPN ist die Abkürzung für Virtual Private Network. Und wenn wir das hier auf unserem heimischen Computer aktiviert haben, bedeutet das, dass wir uns im Netzwerk der Uni befinden und deswegen auf der Seite der Tulp auf alle Datensätze zugreifen können. Wie ihr diese VPN-Verbindung installiert, findet ihr auf der Seite der Uni. Ich suche hier oben jetzt erst einmal nach René Magritte, der Befreier, denn auch nochmal für euch, wir wollen natürlich etwas zum Gemälde finden und nicht nur zum Künstler. Wie im Rest des Internets gibt es hier keine spezifische Literatur zu René Magritte, der Befreier. Es ist anscheinend ein Werk, was noch nicht sehr erforscht ist. Aber wir finden hier ein Überblickswerk zum Surrealismus und wenn ich einmal das Inhaltsverzeichnis öffne, kann ich hier auch direkt erkennen, dass es dort einen kleinen Artikel zu René Magritte gibt, den ich mir für später vormerke. Wenn ich dann noch einmal nach René Magritte an sich suche, werde ich ein klein wenig erschlagen von so viel Literatur. Ich will mir jetzt beispielhaft einfach mal ein Buch aus und schaue auch hier nochmal im Inhaltsverzeichnis, um zu schauen, was dort überhaupt drin ist. Eine weitere Möglichkeit, um an Literatur heranzukommen, ist Google Scholar. Hier könnt ihr auch einfach nach eurem Künstler und dem Werk suchen. In meinem Fall hat leider weder die deutsche noch die englische Suche etwas gebracht, aber beim Französischen bin ich jetzt fündig geworden. Wie ich hier nachlesen kann, wurde dieser Artikel im Magazin de Beaux-Arts veröffentlicht. Und da schaue ich direkt mal auf die Website dieses Magazins, um zu schauen, ob es da eine Möglichkeit gibt, an die Ausgaben heranzukommen. Dies ist leider nicht der Fall, aber ich weiß mir zu helfen und schaue noch einmal bei der Tulp nach, ob wir denn dieses Magazin vorhanden haben bei uns. Und tatsächlich, ich kann es hier finden. Es hat auch eine Signatur, also es ist in der Tulp vorhanden. Und jetzt kann ich auf zugehörige Publikationen schauen, habe mir natürlich die Jahreszahl gemerkt und sehe jetzt hier, wo ich das Magazin mit dieser Jahreszahl finden kann, wo dann mein entsprechender Artikel zu Magritte, der Befreier auch drin ist. Des Weiteren können wir bei der Tulp auch nach digitalen Artikeln und Büchern suchen und dadurch, dass ich im VPN bin, kriege ich hier auch einen sehr guten Zugang und mir wird gleich dieses eine Buch hier geöffnet und ich kann mir das als PDF sogar noch herunterladen. Was ganz wichtig ist bei der Tulp-Online-Suche, ist, dass wir nach verschiedenen Begriffen suchen. Also ich hatte jetzt eben René Magritte an sich schon, das Gemälde an sich, aber so können wir zum Beispiel auch nach dem Surrealismus schauen oder spezifischer nach dem Surrealismus in Paris. Und so kann man dann einen guten Überblick gewinnen und eventuell noch andere Werke für sich erschließen. Um noch eine andere Möglichkeit der Recherche zu nennen, kommen wir nochmal zurück zu JSTOR. Wir erinnern uns, wir hatten am Anfang leider nur einen Artikel gefunden und keine Abbildung, aber genau das brauchen wir jetzt. Und wir sehen, dass es hier einen Artikel zu The Liberator gibt. Allerdings hat der Schein ein klein wenig getrügt. Es ist kein Artikel, sondern ein eher kryptisches Gedicht, das ich momentan auch überhaupt nicht einordnen kann. Aber wer weiß, vielleicht wird das noch ein guter Ansatzpunkt sein für später, wenn ich mich da nochmal intensiver damit beschäftige.
Als ich bei dieser ersten Literaturrecherche die Online-Artikel überflogen habe, sind mir einige Bezüge zu anderen Werken von René Magritte aufgefallen. Daraufhin habe ich jetzt noch einmal die Bilddatenbanken bemüht und da sind mir tatsächlich einige andere Gemälde aufgefallen, die entweder mit denselben Symbolen oder mit einem ähnlichen Bildaufbau spielen. Und die habe ich jetzt auch nochmal in meine PowerPoint eingefügt, um eventuell noch weitere Bezüge festzustellen oder die einfach parat zu haben, wenn in der Literatur eines dieser Gemälde wieder auftaucht. So haben wir jetzt also die Literaturrecherche begonnen und schon einiges gefunden, das uns weiterbringen kann, wenn es dann um das Referat und die Hausarbeit geht. Nun brauchen wir nur noch eine gute Übersicht, damit wir die Bücher und Artikel nicht wieder vergessen und auch wissen, wo sie zu finden sind. Und dafür fertigen wir im letzten Schritt jetzt eine Bibliografie an. Eine Bibliografie ist einfach gesagt eine Übersicht, die die wichtigste Literatur zum Thema zusammenfasst. Wir sehen hier in alphabetischer Reihenfolge die Texte und Bücher, die wir uns gerne näher anschauen wollen. Wichtig für dieses Dokument sind die vollständigen Literaturangaben. Das erspart euch nämlich später auch Zeit im Referat und der Hausarbeit, wenn ihr dann Fußnoten setzen wollt. Also habt die von Anfang an immer direkt komplett. Wie das geht, könnt ihr dem Leitfaden entnehmen. Außerdem ist es auch wichtig, dass wir hier vermerken, wo wir die Literatur finden können. In den meisten Fällen wird es eine Signatur sein, die uns anzeigt, wo genau in der Bibliothek das Buch steht. Für mich ist es immer sehr hilfreich, noch einen kleinen Kommentar hinzuzufügen. Dabei kann es sich um ein spezifisches Kapitel handeln, was ich mir genauer anschauen möchte, oder generell um den Inhalt des Buches oder des Artikels. Neben den Signaturen aus der TULP gibt es auch noch die sogenannte Magazinausleihe. Die muss sich vorher über das Online-Tool der TULP bestellt werden und kann dann aber einfach an einem Schalter abgeholt werden. Wie ich vorhin schon beschrieben habe, können wir selbstverständlich auch digitale Artikel und Bücher finden. Hier vermerke ich dann immer, dass das eine PDF ist, die ich bereits heruntergeladen habe, dass ich auch hier weiß, es ist irgendwo bei mir schon abgespeichert, ich muss das Werk nicht noch einmal suchen. Für die erste Recherche reicht eine Seite Bibliografie eigentlich vollkommen aus. Was jetzt passiert, ist, dass ihr mit diesem Zettel, ausgedruckt oder digital, in die TULP gehen könnt und dort dann nochmal weiter nach Literatur sucht. Empfehlenswert ist auch auf jeden Fall, sich vor das Regal zu stellen, wo die meisten Bücher stehen und einfach mal den Blick schweifen zu lassen. Außerdem könnt ihr auch in den Literaturverzeichnissen nachschauen, ob euch eine dieser Quellen dort hilfreich erscheint. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Video-Tutorials angekommen. Ihr wisst jetzt, wie ihr eine gute Abbildung eures Werkes mithilfe der Bilddatenbanken finden könnt und anschließend eure ersten Eindrücke zum Werk festhaltet. Außerdem wisst ihr jetzt, wie ihr euch mit dem Internet einen Überblick zum Thema verschafft und danach die wissenschaftliche Literaturrecherche beginnen könnt. Zudem habe ich euch gezeigt, wie man eine kommentierte Bibliografie anfertigt. Mit dieser könnt ihr jetzt in die TULP gehen und euch die Bücher in Ruhe anschauen. Welche weiteren digitalen Methoden ihr in eurem wissenschaftlichen Arbeiten anwenden könnt, werden wir in den nächsten Videotutorials besprechen.